Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir hier in der freien Mine stehen geblieben und haben uns hier diese tollen Hosen geholt. Und ich meinte, wir haben hier nichts mehr, was wir tun können. Allerdings habe ich da doch noch eine Kleinigkeit vergessen, und zwar einen bestimmten Charakter, mit dem wir noch reden können. Naja, eigentlich können wir noch mit zweien vernünftig reden, aber eigentlich meine ich eher einen. Ich werde euch trotzdem beide einmal zeigen, und zwar der eine steht hier oben. Ey du, du gehörst nicht zu meinen Jungs, was machst du hier? Ich sehe mich nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust, sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Wer bist du? Ich bin Okyl. Ich hab das Kommando über den Kessel. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Ist Unordnung. Hey, wir können ihn sogar fragen, ob wir die Erlaubnis kriegen. Das ist ja cool. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Weil ich der Auserwählte bin. Ich hab zu tun. Ja, ich gehe ja schon. Ja, das ist Okyl. Der hat das Kommando über die freie Mine oder beziehungsweise den Kessel, wie er es genannt hat. Ich meine, klar, sieht schon ein bisschen aus wie so ein Kessel. Aber die Person, mit der ich eigentlich... Okay. Cool. Die Animation hat sich einfach aufgehängt. Die Person, mit der ich eigentlich reden wollte, ist hier oben. Gott, was sind das eigentlich für... Ah, okay. Das sah ein bisschen so aus, als wäre das Schwarze die Sohle. Und er hätte so Moonboots angehabt, aber dem war nicht der Fall. So, wir gehen einmal hier entlang und ignorieren die ganzen Schürfer. Denn mit der Person hier wollte ich einmal noch reden. Hey du, was ist los? Hi. Hi. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Tatsächlich? Stimmt vielleicht. Wieso? Wunderbar, frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Ich suche einen Ausgang aus der Kolonie. Woran hast du dabei gedacht? Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert, einer starken Rüstung oder dem Zugang zur Mine? Ach was, das ist doch alles noch viel zu schlapp. Ich hab dir was anzubieten. Da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und sie gehört dir. Was sagst du? Ja, nee, ist klar. So, will ich unbedingt haben oder ich glaube ihm kein Wort? Ich würde sagen, dem glauben wir kein Wort. Nee, lass mal. Kein Interesse. Na gut, wie du willst. Du hattest deine Chance. Aber vielleicht ja doch. Vielleicht hat er ja doch was Schönes anzubieten. Ich hab's mir überlegt. Ich möchte dein Angebot doch annehmen. Dafür ist es jetzt zu spät. Du hattest deine Chance. Was? Das kann ich nicht... Oh Gott, okay. Ich muss nochmal eben schnell laden. Denn wir können noch eine Kleinigkeit für ihn erledigen. Also, ich meine, es ist offensichtlich, dass er uns irgendwie verarschen will und uns total ausnutzen will. Aber ich möchte es ja trotzdem machen, um halt alles einmal zu zeigen. Aber es ist natürlich ein bisschen doof, dass wir das noch einmal machen können. Gut, dann lade ich jetzt und laufe noch einmal schnell darüber. Nehme hier die kleine Abkürzung über das Haus. Fast wie in Mirror's Edge hier. Oder in Assassin's Creed. Haha. Tja, das brauche ich nicht. Ich habe schon hier meinen Helden in Gothic. Der kann das auch. So, einmal die Leiter hinauf, bitte. Okay. Nochmal die Leiter hinauf. Ich darf anscheinend die Maustaste nicht loslassen. Dumm. Ist das spannend. Vor allem diese Animation ist so wunderbar. Nein. Das wollte ich nicht. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja schon weggesteckt. So, dann reden wir nochmal mit dem hier. Was ist los? Hi. Was? So. Wollen wir natürlich unbedingt haben, die Waffe. Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir
5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Ja, nee, ist klar. Ja, der Typ will mich doch verarschen, aber ich nehme mal, muss ich haben. Denn ich möchte ja, dass er mir die Chance gibt, das zu machen und nicht wieder sagt, nö, Chance vertan. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Aber beeil dich. Vergiss es nicht. 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben, klar? Klar. Sonst noch irgendwas? Soll ich vielleicht noch mit einem Palmwedel neben dir stehen und dich hier irgendwie irgendwas zufächern? Ist klar. Nehme ich Schaden, wenn ich da runterspringe? Ich will das mal eben ausprobieren. Vielleicht. Ja. Oh. Ja, ich würde sagen, damit ist bewiesen, wir nehmen Schaden, wenn wir da einfach runterspringen. Jetzt können wir auch mal die Unterseite der Schuhe angucken. Nicht besonders spannend. Ne, Moment, ich lebe noch, oder? Nein, ich lebe nicht mehr. Okay, kann ich eigentlich speichern jetzt? Nein. So. Ich kann sogar speichern. Und wenn ich ins Hauptmenü gehe, dann ist automatisch Spiel Speichern angewählt. Das ist ja gemein. Das ist fies. Vor allem, wenn man nur einen Spielstand hat und dann einfach da speichert, wo man gestorben ist oder kurz vorm Sterben, dann hat man keine Chance. Dann hat man verkackt. Los, lad mal schneller, Gothic. Die Leute wollen was sehen. Dankeschön. So, dann nehmen wir halt den klassischen Weg nach unten. Über die Leiter. Tja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Okay, das war es jetzt aber wirklich, was wir hier in der freien Mine machen können, momentan zumindest. Hier werden wir später nochmal hinkommen, so viel sei verraten. Ich meine, klar, spätestens, wenn wir... Ey du gehörst nicht zu meinen Jungs. Ich hab doch schon mit dir geredet. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Ah, nein, habe ich nicht, ich habe ja geladen. Moment, dann... Blablabla, dann gehe ich mal den Dialog eben noch durch. Kann ja sein, dass wir irgendwas verpassen. Wenn wir das nicht machen. So, alles klar. Dann können wir uns jetzt wieder auf den Weg zurück ins neue Lager machen. Und wir haben ja jetzt die Schürferkluft. Und das ist... Oh, das... Ist das eine Höhle? Nee, das ist nur einfach abgestützt hier, ne? Ja. Sieht aus wie eine Höhle. Und damit, dass wir jetzt die Schürferkluft haben, bringt uns das sogar zweierlei Vorteil. Und der eine ist schon mal relativ offensichtlich, da wir einfach das Item untersuchen müssen. Und zwar, da will ich lang, kriegen wir Rüstungsbonus dadurch. Aber das andere, was ziemlich cool ist, was wir jetzt machen können im neuen Lager, ist in die Kneipe auf der Mitte des Sees gehen. Denn wir haben jetzt die Schürferkluft an und damit sehen wir aus wie ein echter Schürfer und kommen rein. Ja, wir hätten auch schon vorher versuchen können, dahin zu gehen. Dann hätten die uns einfach nur gesagt, nee, hier ist nicht, nur Schürfer und Banditen. Und wir hätten dann auch sagen können, hey, ich bin Schürfer. Aber das hätten die uns nicht abgekauft, denn unsere Standardkleidung sieht einfach nicht so aus, als würden wir... irgendwas reißen können damit. Damit sehen wir noch nicht mal so gut aus wie ein Schürfer. Tja, toll, ne? Naja, vielleicht liegt es an den tollen Sicherheitsschuhen. Die sehen aber echt ziemlich klobig aus. Na gut, man kann es nicht so richtig erkennen. Ich kann noch rauszoomen. Okay, nein. Im Laufen, ja, die sehen echt sehr, sehr klobig aus. Ich glaube auch nicht, dass man darin vernünftig laufen kann, aber unser Held schafft's ja. Alles kein Problem. Ja. Ja, Monster respawnen leider nicht, deswegen haben wir hier nicht so viel zu tun auf dem Weg, da wir den schon einmal lang gegangen sind. Was heißt, sie respawnen nicht? Die respawnen nicht einfach so. Allerdings, wenn man in den Kapiteln fortschreitet, denn das Spiel ist ja in Kapitel gegliedert und wir sind momentan noch in Kapitel 1, dann wird die Welt mit Monstern neu aufgefüllt. Die alten Monster bleiben allerdings da, das heißt, man verliert keine Erfahrung, wenn man nicht alle Monster tötet. Allerdings hat man dann natürlich mehr Monster auf einem Haufen. Da muss man halt ein bisschen gucken. So, und jetzt sind wir endlich wieder im neuen Lager angekommen. War ja ein Weg, der weit genug ist. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, nein. Ja, was ich jetzt machen werde, ist einmal
wie ich schon angekündigt habe, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Dum-di-dum-di-dum. Hallo, darf ich rein? Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ja, wir können ihn auch bestechen. Aber warum sollten wir das tun? Das Erz ist viel zu wertvoll. Deswegen sagen wir einfach, wir sind Schürfer. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Was für eine dreckige Lache. Ihr lasst ja nur Banditen und Schürfer rein? Gegen die Brüder aus der Sekte haben wir auch nichts. Aber sonst kommt uns hier keiner rein. Ja, ja, außer den Brüdern von der Sekte und den Schürfern und den Banditen und... Pff, ist klar. So, wen haben wir denn da? Wir haben Baal Isidro, von dem haben wir schon gehört. Der soll hier ja auch Sumpfkraut verticken, aber betrinkt sich lieber mit Reisschnaps. Und wir haben von Laris die Aufgabe bekommen, ihm sein Sumpfkraut abzunehmen. Mal schauen, was wir da machen können. Was haben wir denn hier noch? Cypher, Mordrak, Senian und ein normaler Schürfer. Und da ist Silas. Ah, cool. Das ist wohl der Besitzer der Kneipe. Was hat der denn zu sagen? Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Auf den Haufen? Vielleicht als Spende? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. So, was hat er denn Schönes? Heiltränke? Wein? Reis? Ja... Nichts, was mich wirklich interessieren würde, muss ich gestehen. Nee. Da möchte ich nicht handeln. So, reden wir mal lieber mit den Leuten hier. Vor allem mit Mordrak, weil... Laris hat uns ja gesagt, dass wir ihm eine Nachricht überbringen sollen. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Okay, ist nicht meine Sache. Musst du mit Laris regeln. Was haben wir denn hier noch? Cypher. Toll, der hat überhaupt keine Dialogoption. Senian, wie steht's mit dir? Ja, nicht erst trinken. Hallo, ich will mit dir reden. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Sehr freundlich. Na gut, reden wir mal mit Baal Isidro. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Gucken wir uns erstmal seine Ware an. Zeig mir, was du hast. Hier. 20 Traumruf, 20 Scharzer Weiser und für 10 grüne Novize. Ja. Das sind übrigens auch alle Sorten Sumpfkraut, die es im Spiel gibt. Also zumindest die Standardsorten. Klar, wir haben jetzt noch den Joint für den einen Baal im Sektenlager. Aber... Der ist halt einzigartig. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Ich? Das würde ich niemals machen. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Wohl bekommt's. Vielleicht hilft's, wenn wir ihm sagen, dass Baal Khagan ihn ersetzen will. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Baal Khagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Ich halte mich da lieber raus. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden.
Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Ja, warte mal, wenn ich mit dem Zeug durchbrenne. Ja, wir können jetzt einmal das Kraut verkaufen und Laris die 400 Erz bringen. Oder wir verkaufen das Zeug und bringen dem hier die 200 Erz. Oder wir verkaufen das Zeug und bringen sowohl Laris die 400 Erz als auch Baal Isidro 200 Erz. Machen wir zwar ein bisschen mit Verlust mit, aber das gibt schöne Erfahrung und wir sind sowohl der Aufnahme im neuen Lager als auch der Aufnahme im Sektenlager ein bisschen näher. Deswegen würde ich sagen, machen wir das doch einfach. Gucken wir uns mal an. Jawohl, wir haben jetzt richtig viel. 10 grüner Novize, 20 schwarzer Weiser, 20 Traumruf. Das Problem ist, grüner Novize ist halt 8 wert. Das heißt, wir können es für 4 Erz verkaufen. Schwarzer Weiser 15, also für 7 oder 8. Ich weiß es nicht genau. Und den Traumruf halt für 10 pro Stück. Aber was wir machen können, wir können immer noch nach wie vor den Leuten, da wir die Quest mit Baal Khagan gemacht haben, einen Joint anbieten und die geben uns jedes Mal 10 Erz dafür. Das heißt, ich werde hier offscreen, das heißt, ich werde euch da nicht mitnehmen, weil das ist ja langweilig, werde ich hier nochmal durch das gesamte Lager gehen und alle Söldner und Banditen und wen ich auch finden kann, aufsuchen und denen so ein bisschen Joints andrehen. Ja, damit werde ich das Sumpfkraut los. Wie viel Erz haben wir eigentlich? 965. Wir könnten theoretisch die Quest jetzt sogar schon abgeben. Ich meine, wir haben das Erz und ich meine, 200 Erz können wir uns locker leisten. Ich habe das Kraut verkauft. Lüge. 200. Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Khagan mal. war eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. ist klar. Hast du jetzt, Moment, hast du jetzt noch irgendwas? Zeig mir, was du hast. Hier. 200 Erzbrocken. Wir könnten jetzt natürlich, wenn wir asozial sind, ihm das Ganze wieder zurückverkaufen und unsere 200 Erz abnehmen. Das könnte ich sogar mit dem Traumruf machen, weil wir kriegen 10, wenn wir es an die Leute verteilen und wir kriegen 10, wenn wir es verkaufen. Also könnte ich eventuell das hier verkaufen und dann kriegen wir nämlich unsere gesamten 200 Erz wieder. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber das überlege ich mir nochmal. Was ich aber jetzt erstmal machen möchte, ist, wir haben jetzt hier so ein bisschen 3 verschiedene Sorten. Probieren uns dann auch mal ein bisschen durch. Fangen wir mal an mit dem grünen Novizen. Nimm mal einen Zug hier. Wir kriegen 5 Erfahrungen dafür. Ist zwar nicht viel, aber hey, warum denn nicht, ne? Was kriegen wir wohl für den schwarzen Weisen? 10 Erfahrung, yay! Und wie steht's mit dem Traumruf aus? Mana plus 2, das hat sich doch schon mal gelohnt. Ja, das können wir machen. Das können wir allerdings nur einmal machen. Weitere Joints, die ich jetzt hier rauche, die bringen uns leider nichts mehr. Das wäre sehr cool, wenn uns die was mehr bringen würden. Dann könnten wir einfach ganz viel Traumruf kaufen, den rauchen und dafür jede Menge Mana bekommen. Ist aber leider nicht möglich. Ja, wir sehen es. 5 von 7 Mana. Wir haben 2 Mana-Punkte bekommen. Das ist doch schön. Gehen wir mal nach hier draußen. Kommen wir aufs Dach von der Kneipe. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Interessantes. Nein, das sind nur 2 normale Banditen. So besonders gut. Oh Gott, da kommt die Sonne. Ja. Ich kann euch das einmal zeigen. Genau. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Genau. Und damit ist bewiesen, wir können das einfach so verteilen. Und ich glaube, der hat jetzt genau, er hat einen grünen Novizen genommen. Wunderbar. Na gut. Ja, dann theoretisch könnten wir jetzt sogar zu Laris gehen und ihm die 400 Erz geben, aber dann haben wir gar nichts mehr. Das fände ich jetzt nicht so toll.
Na gut, überlegen wir mal, was können wir denn noch machen? Ich will noch mal mit Baal Kagan reden und gucken, ob jetzt irgendwas dazu sagt, dass Baal Isidro seine Ware losgeworden ist. Aber ansonsten fällt mir gerade auch nichts ein, was wir hier sinnvoll im neuen Lager noch machen können. Aber ich weiß schon, wo wir danach hingehen können. Nö, der hat sonst nichts zu sagen. Okay. Wenn das alles war, dann haben wir jetzt ein neues Ziel, denn wir haben ja noch vom alten Lager die Prüfung des Vertrauens, wo wir die Liste aus der alten Mine holen sollen. Und ich sag euch was, die alte Mine ist relativ nah am neuen Lager dran. Also die ist näher am neuen Lager als am alten Lager, was es irgendwie in meinen Augen etwas unsicher macht, aber was soll's, das ist halt so. Und ich speichere lieber mal ab, denn ich möchte nicht da unten den Leuten in die Hände geraten. Noch nicht. Oh, Moment, mir fällt noch gerade was ein. Wir haben in der Kneipe noch was vergessen, was sehr Wichtiges, das ich unbedingt holen möchte. Moment. Ja, das tut mir jetzt leid, dass ich nochmal den ganzen Weg zurücklaufen muss, aber das ist wirklich wichtig. Und das lohnt sich auch richtig. Also das gibt nicht nur 5 Erfahrungen, das gibt ein bisschen mehr. Aber ihr werdet das schon sehen. Wer bist du denn? Normaler Bandit. Das war einen ziemlichen Lauf drauf hier. Tja, ich fürchte, wir werden jetzt auch das Lager doch noch nicht verlassen in dieser Folge. Aber es lohnt sich. Denn was wir hier noch komplett vergessen haben, es gibt noch einen weiteren Raum. Wir können nämlich einmal hier durch das Hintertürchen gehen, das kümmert niemanden. Und mit Jeremiah reden. Ja, nein, ich will kein... Ich rede nur mit dem Typen. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Genau. Der einzige Grund, warum ich jetzt nochmal zurückgegangen bin, ist diese Flasche Reisschnaps. Nein, natürlich nicht. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Ja, das war doch der Schmied, mit dem wir geredet haben, der auf den Reisfeldern arbeitet, der aus Versehen jemanden in einer Prügelei den Schädel eingeschlagen hat und deswegen in diesem Lager gelandet ist. Und warum schwebt das in der Luft? Ja, ich glaube, das sollte eher an der Wand sein. Was auch immer das überhaupt darstellen soll. Ich meine, das sieht aus wie so ein Stein, der einfach an die Wand genagelt wurde. So zwei Hölzlein. Toll. So, was haben wir denn hier schön? Wir haben 2 Truhen. Ich will mal versuchen, ob ich die aufmachen kann. Ohne, dass sich da jemand beschwert, versteht sich. Ah, da ist ein Schloss vor. Wie viele Dietriche haben wir denn noch? 18 Stück, ja. Das. Ups, nicht auf die Truhe draufgehen. Das kriegen wir auf. Okay, links war falsch. Rechts, links. Verdammt. Rechts, links, links. Und das war falsch. Rechts, links, links, rechts. Und das hat funktioniert. So, was haben wir denn? 18 Erz, schon mal schön. Da haben wir den Dietrich wieder raus. Dreimal Reis, ein Apfel, Heilkräuter, wunderbar. So muss das doch laufen. Und scheint sich niemand zu beschweren, dann können wir die andere Truhe auch noch aufmachen. Okay, rechts, nein, das war falsch. Links, rechts, rechts, nein, okay. Links, rechts, links, links. Okay, das hat funktioniert. Noch mehr Erz. Und irgendwelchen Blödsinn, den wir eigentlich gar nicht brauchen, aber den nehme ich mit, denn wir können ihn verkaufen. Und das Brot können wir dem Typen aus der freien Mine bringen, der ja irgendwie total viel Essen haben will für ein Festmahl. Naja, egal. Ich wollte gerade sagen, es ist draußen schon... Hallo? Lass mich mal vorbei. Ich wollte gerade sagen, es ist draußen schon dunkel geworden, aber da hat wohl einfach die Welt draußen nicht geladen. So.
Was wir jetzt machen werden, wir haben ja gerade mit Jeremiah geredet und der hat uns ein bisschen was darüber erzählt, dass Horatio gerne dem Reislord mal den Schädel einschlagen würde. Und wir erinnern uns, wir brauchten ja noch einen Grund, warum er uns trainieren sollte und vielleicht überzeugt ihn das ja. Vielleicht bringt er uns ein bisschen was bei. Gucken wir uns das doch einfach mal genauer an. Er müsste jetzt eigentlich auf den Feldern rumlaufen. Hier speichere ich auch nochmal. Auch wenn sich der Mr. Jacksmith ein bisschen aufregen wird, weil er findet, dass ich mehr Action ins Let's Play bringen soll und weniger speichern. Aber das ist mein Let's Play. Ich mache das auf meine Art und Weise. So, mit denen da möchte ich nicht drehen. Oh Gott, viel zu... Oh, keinen Schaden genommen. Cool. So, ich glaube, ich weiß, wo der normalerweise rumläuft. Deswegen gehe ich da auch mal direkt hin. Dum-di-dum-di-dum. Ja. Na, kletter da hoch. Der müsste nämlich genau hier sein. Ach, da ist er auch schon. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ja, mir nicht, aber... Ja, ich würde es mit dem Reichslord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ja, passt schon. Ja, ist das nicht cool? Wir haben mal ebenso 5 Stärke bekommen, ohne dafür einen einzigen Lernpunkt auszugeben. Das heißt, wir sind jetzt schon auf Stärke 30. Und das ist ganz ordentlich für den Anfang auf jeden Fall. Joa, was machen wir denn jetzt als Nächstes? Ich würde sagen, ich beende die Folge hier und werde dann mal offscreen hier so das ganze Sumpfkraut verticken an die einzelnen Leute, denn das müsst ihr wirklich nicht sehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mir auch genau überlegt habe, was wir als Nächstes machen. Also ich habe schon eine grobe Idee, aber ich überlege gerade noch eine andere Sache, nämlich ob wir uns mal dem Reislord nähern sollen und mal gucken, was der so sagt. Und ob wir versuchen, unsere Hütte einzunehmen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Schutz vor Waffen und wir haben ein bisschen mehr Stärke. Vielleicht klappt das ja. Und dann gucken wir einfach mal, was draus wird. Auf jeden Fall alles dann in der nächsten Folge. Ihr werdet ja sehen, was dann passiert. Von daher, macht's gut.